Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Werbung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 ist das Motto im Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 4 25 40. Hoyerswerda 4 25 40. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Hallo Handballfreunde aus der Mitte der Lausitz. An diesem Samstag zählt der LHV Hoyerswerda wieder auf eure Unterstützung beim nächsten Heimspiel in der Sachsenliga. Zu Gast in der Sporthalle des beruflichen Schulzentrums ist im Lokalderby der HVH Kamenz. Anwurf ist 17 Uhr. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Freitag, dem 6. Februar. Von heute bis Sonntag ist Dresden Austragungsort des Shorttrack-Weltcups. Bereits zum 6. Mal steigt ein internationaler Shorttrack-Weltcup in der Landeshauptstadt. Über 200 Läufer aus 26 Nationen sind auf schnellen Kufen auf dem Eis unterwegs. Und auch das deutsche Team kämpft um Wettkampfpunkte. Mein Kollege Jonathan Wosch ist jetzt vor Ort in der Energieverbund-Arena in Dresden. Im Hintergrund finden hier gerade die Vorrundenläufe über 1500 Meter der Damen statt. Neben mir ist Eva Wagner. Eva Wagner zum Event. Shorttrack als Trendsportart wird ja immer beliebter. Shorttrack, was ist das Besondere, Einzigartige an dieser Sportart? Ja, erstmal ist es natürlich eine olympische Sportart, das macht das Ganze schon besonders. Dann kommt noch dazu, Shorttrack ist sehr schnell, sehr rasant, es kann sehr viel passieren. Die Starter gehen gegeneinander an den Start und man kann auch den Körper ein bisschen einsetzen. Es kommt also durchaus auch mal vor, dass in der Kurve jemand zu Fall kommt, das Rennen also sehr schnell sich verändern kann, die Position sehr schnell verändern können. Und dann, denke ich, ist es auch wichtig, dass der Zuschauer mit dem Ziel sofort sieht, wer gewonnen hat. Anders als beim Eisschnelllauf, wo ja gegen die Uhr gelaufen wird, geht es hier wirklich um die Platzierung. Und Dresden ist schon eine Hochburg, was Shorttrack angeht in Deutschland. Warum? Was zeichnet Dresden da so besonders aus? Also Dresden ist zum einen der Bundesstützpunkt. Hier ist also der Bundestrainer mit den Athleten aus ganz Deutschland. Und ich denke, das ist natürlich der Hauptpunkt wahrscheinlich. Ansonsten ist Shorttrack über die Jahre gewachsen und es gibt auch sehr viele begeisterte Shorttrack-Fans in Dresden und in der Umgebung. Und das hat sich auch bei den Athleten auf der ganzen Welt eigentlich rumgesprochen, dass in Dresden die Stimmung auch besonders gut ist. Auf welche internationalen Stars der Szene können wir uns denn hier in Dresden jetzt am Wochenende freuen? Eigentlich auf alle internationalen Stars. Wir haben hier Olympiasieger dabei. Ich erwähne da nochmal Viktor Ahn, der in Sochi also für viel Furore gesorgt hat, der russische Starter. Dann Charles Hamelin aus Kanada, der schon über viele Jahre die Weltelite mit prägt. Ja, und auch bei den Damen, die russischen Starter, natürlich die Koreaner, die Chinesen. Da gibt es sehr viele bekannte Namen. Die letzten Europameister sind auch mit dabei. Die Europameisterschaft war ja erst letzte Woche in den
Niederlanden und ja, wir sind alle mit nach Dresden gekommen, das freut uns natürlich besonders. Ja, fürs deutsche, zehnköpfige deutsche Team starten ja auch Dresdner natürlich. Wer sind denn die Dresdner Namen, die da zu nennen sind, die unter den deutschen Farben starten? Ja, also zum einen Christoph Schubert bei den Herren, der wird also über die 1500 Meter an den Start gehen, ist da gesetzt als deutscher Starter. Ja, dann Anna Seidel natürlich, die bei Olympia war, unser Küken sozusagen in der deutschen Mannschaft und Bianca Walter. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Junioren, die an den Start gehen, die versuchen also sich über die Qualifikationsläufe vielleicht doch sogar noch für den Weltcup zu qualifizieren. Die Vorrunden heute, als auch Samstag und Sonntagvormittag, sind kostenlos für Zuschauer. Wenn ich jetzt Karten haben möchte, wie komme ich denn an Karten, was kostet mich das und gibt es überhaupt noch Karten? Es gibt noch Karten und der einfachste Weg ist einfach an den Tageskarten vorbeizukommen. Die Weltcup-Sessions starten immer 15 Uhr, ab 14 Uhr öffnen wir am Samstag und am Sonntag jeweils die Halle. Dann einfach an den Tageskarten vorbeikommen oder natürlich jederzeit online über unsere Internetseite shorttrack-events.de buchen. Da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, mit einem Kennwort Dresden 2015 20% Rabatt zu erhalten. Ja, ich bedanke mich bei Eva Wagner, drücke natürlich dem deutschen Team insbesondere die Daumen für dieses Wochenende und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von Ihnen hier beim Shorttrack in der Energieverbund Arena treffen könnte. Danke, Jonathan. Mehr Nachrichten des Tages sehen Sie gleich bei uns, also bleiben Sie dran. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Sorgen. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Jetzt Karrierechancen nutzen und beruflich fortbilden zum Bilanzbuchhalter oder zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen mit IHK-Abschluss. Informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda, Telefon 20 90 65 und im Netz unter zusack.de. Auf sächsische Initiative hin sollen junge Flüchtlinge mehr Sicherheit bei ihrer Ausbildung erhalten. Der Bundesrat hat heute einer entsprechenden Änderung des Aufenthaltsgesetzes zugestimmt. Durch die Neuregelung soll für Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis oder Duldung für die gesamte Lehrzeit erteilt werden. Mehr Aktuelles vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Seit Freitag hat die Kamenzer Tafel wieder geöffnet. In den vergangenen Tagen wurde das Übergangsdomizil in unmittelbarer Nähe zum eigentlichen Standort hergerichtet. Nachdem durch den Brand vor 2 Wochen das gesamte Inventar zerstört wurde, ist man weiter auf Spenden angewiesen. Fast 8.000 Euro und viele Sachspenden kamen zwar schon zusammen, reichen allerdings noch nicht aus. Wer helfen möchte, auf unserer Homepage elsterwelle.de sind die Kontaktdaten nachlesbar. Der Verein ist zudem telefonisch unter 0162 870 75 20 erreichbar.
Am 17. Februar lädt Bernsdorfs Bürgermeister Harry Habel zur Besichtigung des sanierten Kellers ins Rathaus ein. Der Rundgang soll nicht nur einen Blick auf das durchaus imposante Gewölbe ermöglichen, sondern auch dazu dienen, Nutzungsmöglichkeiten zu kreieren. Der Keller des Rathauses konnte bisher nämlich kaum genutzt werden, da er feucht war. Am Besuchstag wird extra eine Box für Ideenzettel aufgestellt und später sollen die besten 3 Vorschläge prämiert werden. Neben dem Keller kann man sich natürlich auch das gesamte Rathaus einmal anschauen. Sollte es die Witterung zulassen, könnte auch der Schlossteich zum Schlittschuhlaufen präpariert werden, kündigt Habel an. Besucher sind von 15 bis 18 Uhr gern gesehen. Im Hoyerswerda Lausitz-Center fand am Donnerstag die Abschlusspräsentation des Kinderzirkus-Varietés Heuwoi statt. Fast 40 Steppkes und Jugendliche begeisterten das zahlreich erschienene Publikum mit Tanz, Theater und verschiedensten artistischen Einlagen. Besonders spektakulär waren dabei die Jongliertricks bei gleichzeitigem Balancieren auf einer Kugel. Einstudiert wurde das Programm übrigens in einem Workshop, finanziert über das Förderprogramm Zirkus macht stark. Schloss und Zoo Hoyerswerda konnten im vergangenen Jahr knapp 124.000 Besucher begrüßen. Das sind 7.900 Gäste weniger als 2013. Dort sorgten unter anderem die Eröffnung der neuen Bärenanlage und auch die Jungtiere bei den Krokodilen für einen kräftigen Anstieg. Der jetzige Rückgang gehe aber auch auf eine neue Berechnung von Jahreskarteninhabern zurück, erläutert Zoo-Kulturchef Arthur Kuspa. Demnach werden jetzt Jahreskarteninhaber einheitlich mit 10 Besuchen statt mit bisher in der Zoobranche üblichen 20 Besuchen pro Jahr erfasst. Somit fehlen 2014 allein 5.900 Besucher aufgrund der neuen Berechnung. Die Polizei in Hoyerswerda sucht Zeugen für einen Steinwurf auf das Asylbewerberheim in der Dillinger Straße. Am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr wurde dabei eine Scheibe der Unterkunft beschädigt. Hinweise werden telefonisch beim operativen Abwehrzentrum in Görlitz unter 03581 468 100 entgegengenommen. In einem ähnlichen Fall hat die Staatsanwaltschaft Görlitz übrigens jetzt Anklage erhoben. Im April hatte ein mit Sturmhaube maskierter Mann mit einem Hammer ein Fenster in der Flüchtlingsunterkunft eingeschlagen. Verletzt wurde damals niemand. Der 26-Jährige konnte in der Nähe gestellt werden. Er hat eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren zu erwarten. Eine polizeilich gesuchte Jugendliche konnte in der Nacht zum Freitag in Kamenz festgenommen werden. Eine Streife hatte die 17-Jährige bei einer Verkehrskontrolle in der Fichtestraße entdeckt. Ein Haftrichter am Amtsgericht Bautzen verfügte, dass die Jugendliche in die Chemnitzer JVA überstellt wurde. Zum Handball. In der mitteldeutschen Handball-Oberliga treffen die Damen des Hoyerswerda Sportclubs auswärts auf den HC Sachsen. Die Mannschaft aus Neustadt-Sebnitz liegt auf dem letzten Tabellenplatz, hat allerdings bisher ein Spiel weniger als die Zusestädterinnen absolviert, die ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen. Zum Regionalderby kommt es am Samstag in der Handball-Sachsenliga. In heimischer Halle empfängt der LHV Hoyerswerda den HVH Kamenz. Wenn der LHV weiterhin im Kampf um die Podestplätze der Liga bleiben möchte, dann ist ein Sieg gegen den Tabellenachten Pflicht. Anwurf im BSZ ist um 17 Uhr. Die Premiere des Lausitzer Seenlandfestivals 2013 schlug mit einem Verlust von 2,5 Millionen Euro zu Buche. Trotzdem hält man in der Region an der Idee fest. In dieser Woche wurde eine Ausschreibung für Auflage Nummer 2 gestartet. Mehr Informationen dazu erhalten Sie gleich von Hoyerswerdas Bürgermeister Thomas Delling. Was malst du Schönes? Das bin ich. Und das ist die Mama. Und das hier ist der Mann, den wir auf das besuchen. Der Mann? Klar, der weiß, was sie braucht, hat sie gesagt. Und die Zukunft planen sie auch zusammen. Guter Mann. Nur wer sie gut kennt, kann ihre finanzielle Zukunft gestalten. Das Sparkassenfinanzkonzept.
Das Lausitzer Seenland-Festival ist noch nicht ad acta gelegt. In dieser Woche hat die Stadt Hoyerswerda es neu ausgeschrieben. An meiner Seite Bürgermeister Thomas Delling. Nach den Millionenverlusten der Premiere, warum hält man an der Idee eigentlich fest? Ja, weil die Idee gut ist, weil wir ja das Seenland durch dieses Festival bekannt machen wollen. Diesen Effekt hatte auch schon das erste Festival. Die großen Verluste lagen an der sehr kurzen Vorbereitungszeit, sodass es nicht möglich war, dort die entsprechenden Besucher herzubekommen und natürlich auch das Festival in einem deutlich größeren Bereich bekannt zu machen. Diese Dinge wurden ausgewertet und wir denken schon, das Gute bleibt und die anderen Dinge wollen wir besser in den Griff bekommen. Mit der Elster, Heide und Senftenberg hat man jetzt ja doch deutlich mehr Regionen auch im Rücken. Halt. Wie wichtig ist das? Das ist sehr wichtig, denn das Seenland ist ja eine Region und es gibt ja dort den Zusammenschluss Brandenburger und sächsischer Kommunen im entsprechenden Zweckverband und deswegen wollen wir auch dort möglichst viele mit ins Boot holen. Mit Senftenberg und Elster, da sind wir uns einig, aber ich gehe auch davon aus, dass andere Kommunen dann am Schluss auch noch mitmachen. Wie sieht es eigentlich aus in der Ausschreibung? Heißt das, das Gelände könne man kostenfrei zur Verfügung stellen? Und es wird auch davon geredet, dass es möglicherweise Zuschüsse geben kann. Von welcher Höhe reden wir denn hier? Weil Millionenbeträge werden es ja wohl sicherlich nicht sein. Das glaube ich auch nicht, aber das hängt letztendlich auch vom Konzept, vom Veranstalter ab. Wir werden uns nicht verwehren. Wir werden auch versuchen, natürlich Unterstützung bei der Fördermittelsuche zu geben. Und wie gesagt, die zur Verfügungstellung des Geländes, das würden wir gewährleisten. Und ansonsten, wie gesagt, es hängt ab davon, was der Veranstalter plant und wie schlüssig und überzeugend das für uns ist. Risiko und Gewinn liegt beim Veranstalter. Es ist ausgeschrieben, also ist die Lausitzhalle aus der Nummer, ich sag mal, definitiv raus. Die Lausitzhalle wird ein möglicher Partner sein, wird begleiten im Rahmen dessen, was sie kann. Sie hat ja dort auch große organisatorische Erfahrung. Sie kann sich auch mit der einen oder anderen technischen Frage mit einbringen. Aber die Lausitzhalle, das steht fest, wird definitiv nicht der Veranstalter sein. Bis April haben die Interessenten Zeit, sich zu melden. Hat man dann eine gewisse Erwartung an die Resonanz? Und gab es eigentlich in der Zwischenzeit auch schon mal Anfragen, ob es es noch mal gibt? Ja, es gab schon mehrere Anfragen. Auch ich hatte schon mehrere Gespräche mit potenziellen Veranstaltern, sodass wir schon davon ausgehen, dass da durchaus einige sich auch melden und beteiligen werden. Lausitzer Seenland Festival Auflage 2. Wann ist es realistisch? Wann wird es die geben? Ja, wie gesagt, unsere Hoffnung wäre schon, dass wir da für 2016 etwas hinbekommen. Aber, wie ich ganz am Anfang schon sagte, hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das heißt, wenn also wir gemeinsam mit dem potenziellen Betreiber dort zur Überzeugung kommen, man sollte sie lieber noch etwas mehr Zeit lassen, dann werden wir es eben erst 2017 machen. Aber ich denke schon mit großer Sicherheit, es wird wieder etwas in diese Richtung geben. Herr Delling, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte schön. Am Samstag startet die Energiefabrik Knappenrode in die Saison. Zum Auftakt zeigt der Modellbahnclub Hoyerswerda im ehemaligen Verladebahnhof unter anderem die größte Anlage, die einen Teil der Arlbergbahn darstellt, in Aktion. Der Fabrikrundgang und die Dauerausstellung Heiß geliebt sind an diesem Wochenende ebenfalls von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der SV Aufbau Deutsch Baselitz lädt am Samstag Zuschauer zum Fußball in die Gymnasiumssporthalle am Flugplatz in Kamenz ein. Anstoß zum ersten Spiel des Turniers von 6 Ü35 Mannschaften aus der Region ist um 9 Uhr. Volle Hütte heißt es am Samstag im Toyota Outdoor Schiffelbein an der B96 der Elsterstraße in Hoyerswerda. Vorgestellt wird das neueste Editionsmodell des RAV4. Mit ihm und weiteren Modellen der Toyota-Flotte sind Probefahrten möglich. Daneben gibt es typisch bayerisches Essen und Bier. Auch im Industriegelände in Hoyerswerda im Autohaus Kischnick gibt es am Samstag eine Premiere. Vorgestellt wird dort der nagelneue Ford Mondeo. Daneben erwarten Sie ebenfalls Gaumenfreuden wie knackige Bratwurst vom Grill. Und damit sind wir beim Sonntag. Im Museum der Westlausitz in Kamenz gibt es am Sonntag eine Sonderführung. Es geht ab 14 Uhr durch die Ausstellung Vandalen, Burgunden und Co. Germanen in der Lausitz. In der Kulturfabrik in der alten Berliner Straße in Hoyerswerda wird am Sonntag der traditionelle Kufa-Kinderfasching gefeiert. Von 15 bis 18 Uhr gibt es dabei allerlei Spaß und Unterhaltung. Auch die Verpflegung für die Steppkes und begleitende Eltern ist gesichert. An gleicher Stelle öffnet dann am Sonntagabend das Blow-Up-Kino. Zu sehen ist der amerikanische Streifen Boyhood. Entstanden ist er in 12-jähriger Dreharbeit. Er zeigt die Kindheit und Jugend eines Jungen in Texas. Der Vorhang öffnet sich um 20 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei allen Unternehmungen.
In der Nacht bleibt es klar bei Tiefstwerten von minus 2 bis minus 8 Grad. Am Samstag meist stark bewölkt, geringer Nieselregen möglich, die Temperaturen erreichen maximal 2 Grad. Am Sonntag lässt sich die Sonne blicken, nur vereinzelt sind Schneeschauer angekündigt. Das war die Drehscheibe für Freitag. Morgen sehen Sie bei uns unter anderem 7 Tage Sachsen, den Rückblick auf die Woche im Freistaat. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis Montag.